das ein Betrug oder ist das, wie sollen wir das nennen? Nein, also Betrug nicht. Man kann es natürlich auch Tricksen nennen, man kann es nennen schlau sein. Mir gehören die Autos natürlich, die ich fahre, gehören mir tatsächlich nicht. Natürlich ist in meinem Freundeskreis schon traditionell, schon früher so gewesen, natürlich auch wohlhabende Freunde dabei, die mich einfach mögen auch. Und letztlich mache ich so wie die Frauen so ein bisschen. Ich lasse mich gerne auch einladen, natürlich, ja. Das ist einfach unmöglich, was Sie jetzt sagen. Ich seit 11 Jahren erziehe ich mein Kind alleine mit Hilfe meiner Familie, kämpfe, kriege kaum, ich habe 400 €, $400 in 11 Jahren von diesem Mann genommen. Ich habe nie vor Gericht. Ich habe immer jetzt gearbeitet, dass mein Sohn gut geht. Ich habe meine Familie um sich herum. Und dass sie so stolz da sitzen und sich so outen, ich finde das einfach nicht Nein, Sie gerecht. haben mir nicht richtig zugehört. Ich habe Sie zugehört. müssen, nein, Sie das, lächeln nein, in das haben eine Sie nicht. unverschämte. Nein, Doch, nein, also das ich haben finde Sie das nicht, weil unmöglich. nämlich ich habe nur reagiert. Nein, Das Sie haben, heißt, ich finde das. es gibt immer eine Ursache für eine Reaktion. Ich würde gerne über Übrigens, den das einen. Auswandern fand ich selbst ich auch nicht witzig. Das war eigentlich ja eine Reaktion, um mir selbst zu helfen. Ich wäre in Deutschland völlig pleite. Vor Kummer habe ich getrunken damals. Ich wäre heute wahrscheinlich Hartz IV und Alkoholiker. Ich habe mich einfach selbst geschützt, indem ich gegangen bin. Aber Sie haben auch das Prinzip doch aufrechterhalten. Also da habe ich nichts zu sagen, deswegen zahle ich doch nicht. Das ist ein Punkt, über möchte ich gerne mit Ihnen, Frau Schärf, auch und auch mit der Runde reden. Wir haben auf Facebook eine Umfrage gemacht, tatsächlich mit der Frage, wenn man nicht verheiratet ist, gibt es ja erst einmal tatsächlich gehandhabt wird das jetzt etwas anders, das Sorgerecht auf beide, aber bleibt die Verantwortung erstmal bei der Mutter, sollen dann die Väter eben als Zahlväter dann erst einmal zahlen bevor und sich das Recht erkämpfen. Und eine Mehrheit bei uns sagt, nein, wir sind doch jetzt gleichberechtigt, das sollten die Väter dann auch die Rechte haben. Also wenn es überhaupt einen Punkt gibt, über den man reden könnte, bei Herrn Bräunig, dann ist es ja der. Gibt es da eine Unrechtbehandlung der Väter gegenüber, dass die vor allem zahlen sollen, aber sie haben keine Rechte? Also man muss erst mal weg von diesem Sorgerecht. Das Sorgerecht ist im Grunde gar nicht so spannend. Da geht es wirklich um die, sag ich mal, ganz wesentlichen Entscheidungen, auf welche Schule geht ein Kind oder wo hat es seinen Aufenthalt. Für viel wesentlicher ist doch die Frage, wie gestalten wir den Alltag? Wo ist das Kind am Wochenende? Wer darf mit ihm welche Ausflüge machen? Das ist das, was beide Elternteile und auch das Kind ja wollen. Aber die Und Väter? jetzt, so, und ich habe es ja gerade eben schon gesagt, die Frage, ob ich einem Kind gegenüber unterhaltspflichtig bin, also entweder bar unterhaltspflichtig oder Betreuungsunterhalt. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass wir Vater und Mutter sind. Also da wird doch kein Unterschied gemacht, ob Mann oder Frau, sondern es ist derjenige, der betreut, macht es, indem er zu Hause bleibt und übrigens nicht arbeiten geht und sich nicht beruflich entwickelt Der und andere nicht zahlt viel eben. verdient. Und der andere muss angemessen zahlen. Und natürlich gibt es viele Väter, also ich habe das auch bei mir gehabt und das ist zum Teil auch wirklich dramatisch, dass es durch die Trennungssituation zu Einkommenseinbußen kommt, dass Vermögen, dass Häuser verkauft werden müssen. Also das ist ja meistens mit finanziellen Einbußen So ist es ja. verbunden. Dass dann Männer sich hinstellen und wirklich also alles tun, oder auch Frauen genauso, aber um Mehr diese sind sie, ja. Leistungsfähigkeit zu steigern und ihrer sogenannten gesteigerten Erwerbsobliegenheit dann auch nachzukommen, um den Kindesunterhalt oder den Mindestunterhalt zumindest zu Aber bezahlen. es gibt auch Männer, die sich da wirklich draus Ja, es gibt schleichen. viele, Und es und gibt das ist schlimm. Und ich finde das ehrlich gesagt also für die Gesellschaft müsste eigentlich ein Aufschrei gehen Ja, und müsste weil wir sagen, tragen das ja alles. Das ist nicht in Ordnung, Das um es machen die mal auf Männer nicht nettem Deutsch freiwillig. auszudrücken. Also es ist ja völlig falsch zu glauben, dass wir daran Spaß haben, abzuhauen und Unterhaltspreller zu werden. Fakt ist ja eins, also die meisten Männer lieben tatsächlich ihre Kinder. Sie Und nicht, haben Sie gerade doch, doch, gesagt. doch, doch. Ich habe gesagt, als ich die Kinder das letzte Mal vor 3,5 Jahren gesehen habe, habe ich keine Vatergefühle mehr. Ja. Damals habe ich sie ja gehabt. Aber ich wurde einfach weggeschoben. Sie haben doch gar nicht angefangen zu kämpfen, haben Sie Ja, doch gesagt. langsam. Bei 500 Kilometer Entfernung, wie wollen Sie das tun? Man Das geht ist einer gar kein Arbeit Thema. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ritter, Sie Also sind der einzige überlegen Sie Mann mal, jetzt was hier ich für noch. meine Kinder Das gekämpft finde ich habe. übrigens völlig erstaunlich. Ich sage jetzt mal Nur. durch halb Europa Langsam, gereist. langsam. Und Das ich finde bin nämlich heute in der Situation, wo ich nämlich keinen Unterhalt bekomme, arbeiten muss, um die Kinder überhaupt zu ernähren, auch ein Haus verkauft Ich finde Ihre bekommen Leistung habe. absolut Weltspitze. Aber eins muss man sagen. Also, Wer hat diese finanziellen Möglichkeiten? Ja, jeder nach Müssen Sie seiner mit dazu sagen, Leistungsfähigkeit. sagen Sie doch bitte Jeder mal die nach Summe, seiner die Sie Leistungsfähigkeit. aufwenden mussten im Laufe der Jahre,
um das durchzudrücken. Die ist also sehr hoch und die möchte ich hier nicht nennen, aber ich habe um meine Kinder gekämpft. Sehen Sie, aber und schauen Sie mal, diese finanziellen Möglichkeiten mit Rechtsanwälten, mit Arbeitsausfall. Aber Sie haben es ja erst gar nicht versucht. Die hat man doch nicht. Ja, soll ich meinen Arbeitsplatz einfach verlassen? Ich habe auch eine soziale Verantwortung in dem Betrieb, wo ich arbeite. Ich kann nicht einfach sagen, ich fange jetzt an mit Kämpfen, stehe auf am Arbeitsplatz und fahre nach Köln. Entschuldigung, hat der das falschen Richter gesagt? Steffes, glauben Sie, dem hätte das geholfen, wenn er also den richtigen Richter... Ihm hätte ich auf jeden Fall einen Richterrudolf gewünscht. Ich habe so eine Schwellung im Aber geht das überhaupt? Ich habe damals Ihren Filmbericht gesehen, fand ich fantastisch, wirklich. Ganz wunderbar. Sie finden alles nur, aber selber wollen Sie es nicht machen. Das geht doch nicht. Also Sie haben doch ein Verfahren gehabt. Das ist jetzt nur eingestellt bis eben Ende des Jahres, wenn Sie dann alle Rechnungen beglichen haben. Bis dahin ruht es. Aber Sie haben es ja am Hals. Das kann doch kein Leben sein, dass Sie jetzt stolz darauf sind, letztlich dann auch von den Jugendämtern und von den Gerichtsbarkeiten gejagt zu werden. Also ich praktiziere das seit 8,5 Jahren und ich weiß, dass ich das praktizieren werde, bis ich sterben werde. Wieso? Sie können doch einfach zahlen und Ihre Ruhe haben. Ich habe doch kein Geld. Ach so, natürlich, habe ich ganz vergessen. Das hilft nichts, ne? Wenn man nicht beratungswillig ist, dann kann man eben auch keinen Mediationsprozess machen, oder? Nein, man muss schon eine gewisse Beratungsbereitschaft haben, aber ich glaube, die kommt auch und ich glaube, also die Erfahrung, die ich so in der Zeit, als ich Familienrichterin war, aber die ich auch von den Kolleginnen und Kollegen höre oder was man ja auch so mitbekommt, ist die, dass gerade das, was jetzt diese Erstberatung, dass man anhand dieses Cochamer Modells eben dann letztendlich erstmal sich zusammensetzen muss. Mhm. Ja, man will es ja nicht. Also sei es, dass man dem anderen gerade gesagt hätte, hat, ich will nicht mehr mit dir. Hätte das bei Herrn Bräunig, glauben Sie, gehört? Naja, es gibt manche, bei denen hilft es und bei anderen hilft es nicht. Und das muss man auch akzeptieren. Ich meine, ich kann als Richterin oder als Richter nicht einen unverantwortlichen Vater oder eine unverantwortliche Mutter auch von heute auf morgen umbacken. Das geht halt nicht. Also ich finde das eigentlich ein bisschen eine Unverschämtheit, mir zu unterstellen, ich sei verantwortungslos, wenn ich in der Beziehung verantwortungsbewusst war. Anscheinend hat keiner zugehört, dass ich also niedergemacht worden bin. Es geht nur ums Geld und nichts anderes. Ja, es geht um die Kinder. Möchte ich nur ganz kurz was sagen? Warum? Meiner lieben Freundin ging es damals ausschließlich ums Geld. Ja. Ihnen ging es nicht um die Kinder und das ist doch viel entscheidender. Ja. Ich muss mir natürlich vorwerfen heute, dass ich wahrscheinlich nicht die Intensität an den Tag gelegt habe, wie Sie zum Beispiel. Ich finde sowas völlig faszinierend und ziehe ich jederzeit meinen Hut vor, weil, ja... Herr Bräunig, ich hoffe, dass Sie irgendwie trotzdem noch mal zu dem Punkt kommen, den unsere Schrowang am Anfang gebracht hat. Das ist meine erste Idee. So, stell das eigene Ego zurück und lass die Verletzungen beiseite und überleg, was ist das Beste für die Kinder. Das wäre ja so ein Gedanke. Aber wissen Sie, was ganz schlimm ist in dieser Runde? Wir sind alle so keiner versucht, richtig zuzuhören, um zu verstehen, wo die Motivation liegt, keinen Unterhalt zu bezahlen. Weil ich bin ja kein Einzelfall. Es sind ja zigtausende Männer, die versuchen, sich zu entziehen. Ja. Aber es wird eigentlich nicht richtig analysiert, woran das liegt. Ich habe das schon verstanden. Wir wollten unsere Kinder haben, gemeinsam betreuen. Es gibt auch übrigens ein heftiges Umgang, also das Wechselmodell, wo kein Unterhalt fällig ist. Das wurde völlig unterschlagen hier. Das ist falsch. Aber es kommt auf die Bereitschaft an, die eigenen Interessen und die eigenen Verletztheiten und vielleicht das eigene Ego. Zwei dazu und vor allen Dingen die Richterin, das ist das Wichtigste. Die Richterin, die vorne sitzt, sie kann einschreiten, sie kann das steuern, sie kann auch die Anwälte, wenn die sich behaken, bremsen. Herr Bräunig. Das ist heute aber nicht der Fall. Wir gucken mal, was aus diesem Fall wird. Wir sind am Ende der Sendung, müssen es jetzt offen lassen. Ich danke trotzdem allen, dass Sie Ihre Erfahrungen hier mitgegeben haben und hoffe, dass alle, die uns zugeschaut haben, dann und möglicherweise in derselben Situation stehen, aus den Erfahrungen hier lernen, um sie nicht selber machen zu müssen. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Dankeschön, dass Sie heute meine Gäste waren. Wir sehen uns, wenn Sie wollen, am nächsten Dienstag wieder. Und jetzt kommen die Kollegen des Nachtmagazins. Schönen Abend.